Hallo, herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch. Ihr seht im Hintergrund schon meine Reha-Klinik und die möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen und meine ersten Eindrücke präsentieren. Die Reha-Klinik Göhren ist total idyllisch gelegen. Und bei meiner Suche nach einer passenden Klinik waren für mich mehrere Argumente ausschlaggebend. Zum einen stimmt halt hier die Indikation. Das heißt, ich war natürlich auf der Suche nach einer orthopädischen Reha-Klinik für meine Rückenprobleme. Zum anderen habe ich mich durchs Internet geforstet und Bewertungen angeschaut und festgestellt, dass das hier gute Bewertungen hat. Die Therapien, die ich im Internet gefunden habe, stimmen einfach. Und zum anderen natürlich, das gebe ich zu, auch die Lage direkt hinterm Deich. Nun gebe ich zu, ich bin Wiederholungstäter, wie man so schön sagt. Heißt, ich bin nicht zum ersten Mal hier. Daher ist mein erster Eindruck jetzt vielleicht ein bisschen anders als ein erster Eindruck von jemandem, der zum ersten Mal hierher kommt. Das heißt, ich wusste generell, was mich hier erwartet, von den Örtlichkeiten her, von den Therapien her. Im Gegensatz zu denen, die so ganz frisch kommen, meine erste Reha und gar nicht wissen, was sie eigentlich erwartet. Und ein bisschen ist dieses Tagebuch auch für die gedacht, die tatsächlich einfach noch nie auf einer Reha waren und sich jetzt sagen, was erwartet mich da eigentlich? Der erste Tag ist, glaube ich, immer der aufregendste Anreisetag. Mit ein bisschen Stress verbunden, den ich jetzt auch hatte, aber ist halt so, da kommt man nicht drum rum. Denn direkt nach der Anreise wird man relativ rasch auf sein Zimmer gebracht. Momentan, Corona-bedingt, ist es notwendig, in meinem Fall halt einen negativen Test vorzulegen oder entsprechend schon geimpft zu sein oder genesen zu sein. Eine von den 3Gs muss es sein. Das war sonst halt nicht. Dann hat sonst niemand nachgefragt. Das macht es jetzt ein bisschen aufwendiger, aber alles in Ordnung. Nach dem Eincheck kommt man direkt aufs Zimmer und bekommt anschließend schon zeitnah einen Termin für den Besuch beim entsprechenden Arzt. Vorher trifft man noch die entsprechende Schwester, die zuständig ist, die Stationsschwester, die schon mal mit einem so ein paar allgemeine Dinge durchgeht, Unterlagen durchgeht, schon mal Blutdruck misst und das Gewicht, was ja eigentlich eine Masse ist, ich weiß, die Physikerin in mir, so ein paar allgemeine Dinge an der Stelle schon mal erledigt. Und danach hat man dann das erste Arztgespräch, wo die Ärzte sich, zumindest in meinem Fall, immer viel Zeit genommen haben, alles durchzugehen, alle Diagnosen durchzugehen, die wichtig sein könnten, um den Reha-Erfolg halt zu verbessern, zu verschlechtern. Da ist viel, was die gerne wissen möchten. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter, eventuell noch eine zusätzliche Untersuchung, die nötig ist. Man wird eingeführt in alle Örtlichkeiten, wo man was findet. Man bekommt dank Corona eine Hygieneschulung. Bekommt, wie gesagt, gezeigt einfach, wo was sein wird. Und dann bekommt man abends auch schon direkt nach dem Abendessen den ersten Therapieplan. Und da geht's dann gleich am nächsten Morgen los. Also nicht erst lange ausruhen. Am nächsten Morgen Blutentnahme, um alle Werte entsprechend zu haben. Und dann kann's mit den Therapien losgehen. Und die Therapien, die man bekommt, ergeben sich schlicht und einfach ja aus der Indikation bzw. aus dem Arzt-Patienten-Gespräch, wo dann einfach gesagt wird, was ist wichtig und gegebenenfalls auch, hast du spezielle Wünsche.
Hier zum Beispiel wird jeden Morgen um 8 Frühsport gemacht. Und mein spezieller Wunsch an der Stelle war es, keinen Frühsport mitmachen zu müssen. Naja, jetzt könnt ihr sagen, ja klar, Langschläfer. Nee, ich wollte ganz gezielt Qigong, was auch morgens um 8 parallel angeboten wird. Und da wollte ich halt unbedingt dran teilnehmen, weil ich das Gefühl habe einfach, dass mir das gut tut und es bringt mir morgens Entspannung. Und sowohl die Ärzte als auch die Schwestern hier, sowie dann die ganzen Therapeuten, sind sehr offen für deine eigenen Ideen, Vorschläge etc., deine eigenen Wünsche. Und entsprechend wird der Plan dann natürlich immer mal ein bisschen angepasst. Ja, wir sind hier gerade in einem der Bettenhäuser, das heißt, ich bin auf dem Weg zu meinem Zimmer. Und das war es vielleicht auch als erster Eindruck. Was kann ich noch sagen? Das Essen, ja, wir sind hier nicht in einem Vier-Sterne-Hotel. Das sollte jedem bewusst sein. Es gibt strikte Essenszeiten. Das sollte einem auch bewusst sein. Und man hat sich an die Pläne zu halten. Und wenn man dann anständig mitmacht, sich ordentlich in den Sportkursen engagiert, die ganzen Seminare etc. besucht, dann hilft es auch. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mir wahnsinnig hilft. Ihr seht einen Blick von oben, es ist alles sehr grün. Also auch die Landschaft, finde ich, trägt enorm dazu bei, einfach, dass man sich entspannen kann, erholen kann. Mit der Ostsee direkt vor der Tür hat man die Möglichkeit, zusätzlich zu schwimmen, einfach mal am Strand entweder lang zu spazieren oder, was hier sehr beliebt ist, ist halt Nordic Walking, um den, naja, sagen wir, den ganzen Körper so ein bisschen in Schwung zu kriegen. Und ich bin begeistert, immer gerne wieder. Und wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich einfach unten wissen. Und im nächsten Video stelle ich euch einfach mal den Zeitplan vor, wie so ein ganz normaler Tag hier aussieht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!